Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom, muss ich ablesen, BenQ EW3280. Ich habe das Video jetzt schon mal aufgenommen, aber irgendwie ist meine Cam mir abgekackt oder ich weiß es nicht. Jedenfalls wollte ich es gerade noch mal auf der Cam kontrollieren, ob alle da ist. Und da sehe ich, da fehlt was. Naja, machen wir das halt nochmal. Ich habe jetzt beide Monitore hier aufgestellt. Auf der rechten Seite, das ist der alte, auf der linken Seite der neue. Vorgängermodell, Nachfolgermodell, also aktuell. Ich habe auch auf beiden jetzt Low Blue Light ausgeschalten. Quatsch, BI ausgeschalten. Das ist dieser Lichtsensor. Den werde ich euch noch zeigen. Der ist jetzt auf beiden ausgeschalten, damit ihr so einen Überblick kriegt. Beide haben die Standard, komplett Standard-Einstellungen. Ihr seht schon, der ist dunkler. Also die dunklen Stellen kommen dunkler rüber als da. Hier ist halt, seht ihr da auf der rechten Seite ein bisschen mehr Grau und so. Hier ist halt mehr Schwarz. Ich hoffe, dass man es sieht. Ich werde mal versuchen, ran zu zoomen, dass ihr da so ein bisschen Unterschied seht. So. Ja, das ist halt mit dem Abfilmen immer ein bisschen doof. Und hier ist es dann so. Also viel mehr Schwarz, Rot, ein bisschen Grautöne. Ja, im Ganzen eigentlich ein stimmigeres Bild. Würde ich jetzt mal so sagen. Ist halt im ersten Augenblick gewöhnungsbedürftig, weil ich dachte eigentlich, ich habe ein geiles Bild und das sieht jetzt hier nochmal ein bisschen geil aus. Aber nichtsdestotrotz, Rot ist schön kräftig. Es ist Standardeinstellung. Wie gesagt, ihr könnt da natürlich separat auch nochmal einstellen. Kontrast, Schärfe, alle drum und dran. Das gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns jetzt erstmal die Fernbedienung an. Auf der Fernbedienung haben wir oben den An- und Ausknopf. Da geht der Monitor aus. Und wenn wir ihn anschalten, auch wieder an. Die Reaktionszeit ist sehr schnell, wie ich finde. Dann haben wir hier oben, haben wir dann da die Taste zum Umschalten. Da ist schon die erste Verbesserung im Gegensatz zum Vorgängermodell. Ich werde mal so machen, damit ihr das so ein bisschen am Rand so ein bisschen besser sehen könnt. So, wenn ich jetzt hier drücke, ich wechsle nur zwischen den Quellen, also ich brauche nur die Taste drücken. Wir können natürlich auch hoch und runter drücken, aber das ist total Schwachsinn. Wenn wir die Taste sowieso drücken, zum Quelle wechseln, dann können wir auch die gleiche Taste drücken, um zur nächsten Quelle zu kommen. Ist viel einfacher und braucht man nicht erstmal gucken, wo was ist. Ja, so, ja, jetzt bin ich auf der HDMI-Quelle, weil da kommt ja jetzt nichts. Jetzt wechselt er gleich zurück. So, das ist der erste Vorteil zum Vorgängermodell außerhalb der absolut geilen Grafik, aber davon mal abgesehen. Wir haben nur die Quellen angezeigt, die uns wirklich zur Verfügung stehen, die angeschlossen sind. Ja? Und wir müssen nicht hier 20 Quellen durchgehen. Wir haben nur diese beiden. Finde ich richtig geil. Lohnt sich. Das ist schon mal, weil ich habe grundsätzlich das Problem bei meinem anderen, dass ich die falsche HDMI-Quelle nehme. So. Dann haben wir den Optionsknopf. Damit können wir dann halt die Helligkeit, wenn wir einmal raufdrücken und nach oben drücken, die Helligkeit einstellen. Müssen wir kurz warten, dass es weggeht. So. Wir können natürlich auch links, rechts drücken. Wir müssen jetzt nicht unbedingt den Menüknopf drücken. So, wenn ich jetzt nach oben drücke, komme ich einmal zur Sonne. Also zweimal dann. So. Hier komme ich dann ins Menü, wenn ich nach rechts drücke. Nach unten ist dann natürlich der Kontrast. Und wenn ich nach links drücke, gar nichts. Da öffnet sich halt nur einmal das Rad. Und dann kann ich halt X drücken. Oder halt OK und dann so. Dann haben wir HDR. Nicht wundern, das Bild sieht jetzt kacke aus in dem Augenblick, weil die Farben halt übersteuert sind. Wir haben jetzt HDR emuliert. Hier heißt es jetzt nicht nur HDR, hier heißt es HDRI.
weil dadurch halt noch ein bisschen verbessert wurde. HDRi, also das ist jetzt Kino, Spiel, Display HDR und aus. Für normalen Modus lasse ich aus. Ich mache das dann aber an für Spiele, beziehungsweise der Bildschirm hat es ja. Wenn ich die Quelle HDMI sage, dass, keine Ahnung, da brauche ich gar nichts auswählen, sobald da ein HDR-Signal kommt, wird das automatisch angeschalten. Jetzt haben wir ja nur HDR emuliert, weil ja kein HDR-Signal ankommt. Das werde ich euch nachher alles noch zeigen, wenn wir mit der PlayStation was anmachen werden. So, dann haben wir hier noch den Menüknopf. Dann kommen wir nur logischerweise ins Menü. Das gucken wir uns nachher an. Dann haben wir hier BI. BI ist jetzt aus. Wir können es auch einschalten. Ich lasse es jetzt aber erstmal aus, weil wir wollen, damit dass man die besser vergleichen kann. Und bringt nichts, wenn der jetzt hier runter anfängt runter zu regeln. So, dann haben wir hier nochmal Low Blue Light. Habe ich auf Multimedia. Wir haben auch noch Web, also Webbrowser, Büro, Lesen, E-Paper, also Papiere und aus. Bei aus ist er natürlich. Jo. Also kann man dann nicht mehr so schön irgendwas erkennen. Ich finde Multimedia eigentlich immer am schönsten. Ich habe auch auf dem Multimedia. So. Dann haben wir unten noch einmal einen Knopf zum lautlos machen, also stumm schalten, stumm ein, stumm aus. Da würde ich mir wünschen, ist aber wirklich nur Kritik an wirklich. So, das ist wirklich auf ganz hohem Niveau, muss ich jetzt mal so sagen. Ich würde mir wünschen, bei stumm aus, dass da denn halt das X weg wäre. Weil hier ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich finde, also das ist aber auch nur meine Meinung. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist. Ich finde es ein bisschen verwirrend, wenn ich sage stumm aus, dass da denn immer noch ein Lautsprecher mit einem X-Symbol ist. Egal, ob ich an oder aus habe, es ist immer dieses Lautsprecher mit dem X-Symbol. Also ich würde sagen, bei stumm ein ist es okay, bei stumm aus würde ich dann das X-Symbol schon gerne weghaben und dann vielleicht nur den Lautsprecher oder zwei so eine Halbkreise dafür als Symbol, damit er Ausgabe hat. Ja? Aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. So, dann, ja, dann haben wir natürlich Laut- und Leise-Knöpfe noch hier unten an der Fernbedienung und das war's. So, jetzt, ich gehe jetzt mal von unten an, von System an, gehe ich lang, damit wir es besser haben. So. So, wir haben ja hier unten die Vorgabe. Wenn wir jetzt auf Ja machen, fragt er, ob wir zurücksetzen wollen. Ich will natürlich nicht zurücksetzen. Brauchen wir nicht. Ist ja sowieso Standard. So, Menü, System. So, dann haben wir hier DDC CI ein. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Dann haben wir automatisch wechseln, habe ich ein. Dann wechselt er automatisch die Quelle, wenn was angeschalten wird. Automatisch ausschalten habe ich aus. Der soll nicht irgendwann mal ausschalten. LED habe ich ein. Das ist eine kleine LED, die befindet sich hier unten. Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist die jetzt weiß. Vorher war sie gelb. Beziehungsweise gelb, wenn er aus war, der Monitor. Wenn er an war, war sie grün. Ja? Und hier habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, wie ist er jetzt? Also wenn er aus ist, ist er aus. Und wenn er an ist, ist er weiß. Fällt kaum auf. Also wenn es euch stören sollte, dann könnt ihr die halt dort ausschalten. So. Auflösungshinweis haben wir an. Dann gibt er uns Hinweise zur Auflösung. Informationen. Da haben wir jetzt zum Beispiel Eingabe DisplayPort, weil wir jetzt mit DisplayPort am PC dran sind. Wir haben aktuelle Auflösung 3840 zu 2160 mit 60 FPS. Wir können auch optimale
Aufgabe haben. Hier ist jetzt, also sagt er uns, was jetzt das Optimale wäre. Da sagt er auch 60 FPS. Also im Prinzip das gleiche 4K mit 60 FPS. So. Dann haben wir hier noch Informationen. Bei Informationen HDR ist jetzt aus, haben wir klar, ist ja ausgeschaltet. Modell ist das EW3280U. Und halt Vorgabe können wir dann halt wieder zurückschalten. Und bei OSD-Sprache, achso, OSD-Sprache habe ich ganz vergessen, den obersten Punkt. Da habe ich halt schon auf Deutsch eingestellt. Wir haben die Anzeige, wie lange dieses hier zu sehen sein wird. Ich werde das jetzt mal kurzzeitig auf 20 Sekunden hochsetzen. OSD-Sperre. Ja, jetzt ist das OSD gesperrt. Ja, wir kommen da jetzt nicht mehr rein. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Ich glaube, da müssen wir hinten den Hauptknopf drücken. Wo ist denn der da? Ah, hier. Halte lange beliebige Taste gedrückt. Achso, geht nur wirklich hinten. So, OSD entsperrt. Das ist jetzt für mich neu, dass wie man das jetzt hier entsperrt, nicht. Aber dass dann halt die Fernbedienung auch nicht anerkannt wird. Also OSD gesperrt. Einfach hinten eine Taste drücken, dann kommt halt bitte 5 Sekunden gedrückt halten die Taste. Und OSD ist entsperrt. Das ist halt, dass ihr nicht aus Versehen irgendwo irgendeine Taste drückt. Das ist manchmal beim alten Modell ganz nützlich, wenn man dann unten drunter ein bisschen aufräumt, wenn man da oben rankommt, dass man da nicht immer irgendwas einstellt. Hier eher nicht, weil die Tasten sind auf der Rückseite. Gut, vielleicht für Fernbedienung oder so. Puh, da müsst ihr selber wissen. So. Und wie gesagt, das ist hier unten OSD sperren. Anzeige 20 Sekunden. Und hier Deutsch. Wir haben halt zur Auswahl Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Espanol, Polska, Tschechisch, Magui, keine Ahnung, Roma, Niederländisch, Swaska, Portugiesisch, das wird Russisch sein, denke ich mal, Chinesisch, Japanisch und irgendwelche Unterarten oder so, keine Ahnung. Also es stehen viele Sprachen zur Auswahl. So, benutzerdefinierte Tasten, das sind die Tasten auf der Rückseite. Wir haben auf der Rückseite 2 Tasten, 1, 2, dann kommt das Steuerkreuz und dann kommt noch eine Taste. Das Steuerkreuz und 2 Tasten, unten drunter ist An und Aus. So, erst kommt die An- und Aus-Taste, dann kommt das Steuerkreuz, dann kommen die B-Tasten. So, Entschuldigung. Und dort können wir uns diese Tasten separat belegen. Ja, da können wir dann halt, hier haben wir jetzt zum Beispiel Eingabe, hier haben wir dann halt umwechseln. Beim Audio, da wusste ich nicht, was ich da hinmachen sollte. Dann haben wir Angel Care, BI habe ich jetzt aus, den werde ich nachher auch mal anmachen, um euch das zu zeigen. Dauer habe ich auch aus, Augenhinweise habe ich jetzt aus. Low Blue Light habe ich Multimedia, das habe ich euch ja schon eben gezeigt, da können wir hier halt... Jo, willkommen zurück, da war der Akku alle. Ich muss mal einen Schluck trinken, trockenen Hals. So. Wo habe ich denn jetzt die Fernbedienung hingepackt? Natürlich noch beim Akku. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt waren. Nee, in der Hosentasche. Weil ich habe auch den Akku nicht in Sicht gehabt. Ja, willkommen zurück. Ich habe meinen Akku nicht in Sicht gehabt. Ich habe nicht mitgekriegt, dass der Akku Strom aus ist. Ich werde euch mal ein bisschen ranzoomen wieder. So. Dann, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Angel Care. Angel Care, BI habe ich aus. Nach Dauer anpassen habe ich auch aus.
Augenhinweis habe ich auch aus. Low Blue Light haben wir ja vorhin Multimedia eingestellt. Farbschema habe ich Grünfilter aktiviert. Wir können auch einen Rotfilter aktivieren. So. So, jetzt haben wir den Rotfilter aktiviert. Finde ich. Also so große Unterschiede habe ich da jetzt gerade nicht gesehen. Ich hatte es vorhin schon mal getestet. Das müsste ich mir dann nochmal in Ruhe angucken. Zu Angel Care kommen wir nachher noch. Dann haben wir die Audio-Einstellungen, haben wir noch. Hier haben wir das Szenario. Kino, Dialog, Spiele. Ich lasse mal auf Spiel. Oder, ach, lass mal aufs Spiel. Lautstärke 11, stumm aus. Wir können jetzt natürlich stumm einschalten. So, Farbe, da haben wir dann, so, hier unten haben wir nochmal Low Blue Light mit den Multimedien, was ich euch ja gezeigt habe. Und hier oben bei Bild, bei Farbe, so, da haben wir jetzt bei Farbmodus, das ist das Low Blue Light, was wir genommen haben. Wir können aber auch andere Modi nehmen, die ich jetzt weniger prall finde, ehrlich gesagt. Standard oder benutzerdefiniert. Ich finde dieses Low Blue Light eigentlich am schönsten. Und wenn man jetzt guckt, hier zum Beispiel benutzerdefiniert, da gleicht sich der neue dem alten schon ein bisschen besser an. Aber ich finde das jetzt, mein Low Blue Light will ich halt schon haben. So, HDR haben wir hier noch drin, das ist jetzt aus. Ich will es jetzt auch nicht erzwingen, das hatten wir vorhin ja schon. Dann erweitert, Farbe zurücksetzen, nein, wollen wir jetzt nicht. AMA habe ich auf Premium, das habe ich genauso wie auf dem anderen auch Premium. RGB, PC-Bereich, ja. Da wird es dann halt teilweise dunkler oder heller. Ich lasse halt das automatisch erkennen an. Das funktioniert ganz gut. So, Bild. Da haben wir hier die Helligkeit auf 80, Kontrast auf 50, Schärfe 5, erweitert. Ja, da haben wir voll. Das kann ich auch hier nichts einstellen. Super Auflösung habe ich 3, ist bei dem auch auf 3. Das habe ich nachgerichtet. So, Größe haben wir hier groß, mittel und klein. Das wird, dann begrenzt sich das halt, das, was hell ist, auf die Ausschnitte. Habe ich jetzt ehrlich gesagt so noch nie gebraucht. Aber laut Nachrichten von euch, einige von euch schon. So, Eingabe haben wir halt DisplayPort und HDMI. So, und jetzt gehen wir aber nochmal auf Low Blue Light. Ich werde mal, bevor wir das machen, eine Textdatei aufrufen. So. Ich habe jetzt einfach mal einen Editor aufgemacht. In der Hoffnung, dass ihr das dann vielleicht ein bisschen besser erkennt. So. Die sind jetzt exakt gleich. Das Editorfenster geht halt praktisch, ist hier aufgemacht und habe ich rüber geschoben. Das ist das gleiche Fenster wie hier. Hier sieht das Grau wirklich grau aus. Hier sieht es ein bisschen heller aus. Also grau mit einem Weißstich, würde ich jetzt so sagen. Was mir vorher so ehrlich gesagt auch nie so aufgefallen ist. Ich dachte eigentlich mal, ich habe ein schönes Grau. Ja, aber das ist ein helleres Grau, das ist ein dunkles Grau. Finde ich geiler. Egal. Ich habe jetzt das nun mal so gemacht, damit ihr seht, hier ist es weiß, sehr weiß. Hier ist es so auch weiß, aber so ein leicht, ganz winzig leichte Cremefarbe ist drin, würde ich sagen. Optisch für mich wirkt das so, finde ich interessanter, finde ich schöner, ist auf jeden Fall besser. Also finde ich den neuen um vieles augenschonender als den alten. Also wenn ich jetzt nur die reinen Standardeinstellungen, reine Standardeinstellungen gucke. So, jetzt werden wir den Angel Care Modus mal richtig benutzen. Erstmal machen wir mal BI, machen wir an. So, dann haben wir bei BI den Lichtmesser, den haben wir an jetzt. Die Sensorempfindlichkeit habe ich auf Mitte. Habe ich da auch auf Mitte. Beim alten auch immer Mitte. Da habe ich nicht großartig was eingeschalten.
So, nach Dauer anpassen wird dann automatisch ausgegraut. Augenhinweis, machen wir mal Augenhinweis nach 30 Minuten. Nee, Augenhinweis machen wir aus. Ich will hier keinen Hinweis haben. So, Multimedia bleibt. Und wenn wir jetzt hier kurz wieder ausmachen, seht ihr, dass er kurz heller wird. Ihr müsst mal gucken, vielleicht seht ihr das. Er dunkelt halt nach und nach so ein bisschen. Ja, wir machen jetzt einfach mal BI an. So. Hier haben wir jetzt das Auge. Das sagt uns jetzt, wie viel Licht jetzt hier zu sehen ist. Der misst jetzt gerade. Und so wie er misst, passt er den Bildschirm halt an. Ich werde mal ranzoomen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So, Stück rauszoomen. Noch ein Stück rauszoomen, so dass ihr den Drachen so ein bisschen noch seht von beiden Monitoren. So. Ich weiß nicht, ob ihr, also ich denke mal, auf der Kamera kommt es nicht so toll rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Also er, der Neue, der hat jetzt abgedunkelt im Gegensatz zum Alten, weil da habe ich natürlich diese Low Blue Light, habe ich BI, habe ich hier deaktiviert jetzt mal. Ihr seht hier hell, hier ist etwas dunkler. So. Ich werde jetzt hier einfach mal. So, passt auf. Guckt auf die Rotwerte, guckt auf das Schwarze und guckt auch gleich auf das Weiße hier. Das seht ihr hier so ein bisschen am Rand. So, aus. An. So, verdecken. So, ich mache jetzt hier komplett meine Hand drauf. Jetzt sagt er natürlich, oh, das ist aber dunkel hier. Dadurch wird der Bildschirm heller. Nee, Quatsch, dunkler. Um die Augen halt ein bisschen zu schonen. So, ich hoffe, ihr erkennt. Ich denke nicht, dass ihr das so toll erkennt, wie es wirklich ist. Ja, doch, ein bisschen. Also auf meinem Display sehe ich, dass es ein bisschen matter. Also das weiße Fenster nicht mehr ganz so, also das hier, nicht mehr so ganz so toll aussieht. Und wenn ich jetzt hier wegmache. Ihr könnt auch die Empfindlichkeit vom Sensor noch beeinflussen. Jetzt sagt er natürlich halb und passt es dementsprechend an. Ich habe hier mal einen Trick 17 vorbereitet. Und zwar mein Handy. Und mache jetzt hier das Fotolicht an. Wir müssen den Sensor jetzt mal ein bisschen austricksen. Zack. Schon ist er auf volle Pulle. Es ist hier sehr hell. Es ist sehr hell, ich sehe nichts auf meinem Bildschirm. Also wird BI, also macht BI meinen Bildschirm jetzt auch hier heller. Ich hoffe, ihr erkennt das vernünftig. Dass es jetzt auf der Seite, wo es vorher heller war, dass es jetzt hier heller ist. Und wenn ich das jetzt hier wegnehme. Und wieder ausmache, und dann seht ihr hier wieder das Augensymbol und dass er sich anpasst. So, ich werde aber für den nächsten Test den BI-Modus komplett deaktivieren, auch nach einer gewissen Zeit anmachen ist aus und ich lasse nur Low Blue Light an. Warum mache ich das? Ich werde gleich noch ein Video machen. Also ich werde euch gleich jetzt noch mal ein bisschen was dazu sagen. So. Ich werde gleich aber noch mal ein Video machen, wo wir PlayStation 4 an beiden Monitoren exakt das gleiche Bild haben werden. Ich habe einen HDMI-Verteiler dazwischen geschalten. Ich habe schon alles vorbereitet, ist schon unten aufgebaut. Der gibt HDMI-Signal weiter in 4K mit HDR und 60 FPS. Hat 48 Gigabits unterstützt er.
HDMI 2.0 Splitter 1x2. Ja, also der kann eigentlich alles. Der ist fast auf dem neuesten Stand. Da werde ich euch gleich ein paar PlayStation 4 Pro Spiele zeigen mit 4K und HDR. Ich werde euch zeigen, inwiefern das umschaltet. Ich habe dann im Splitter habe ich gesagt, ich möchte das Signal kopiert haben. Das heißt, beide bekommen exakt das gleiche Bild, was von der PlayStation 4 kommt. Ich kann auch sagen, dass er sich anpassen soll an den Schwächsten. Brauche ich hier nicht. Sind beides 4K-HDR-Monitore. Bloß, dass hier halt das 4K-HDR, nicht HDR, sondern HDRI heißt, weil hier nochmal eine Schippe draufgepackt wurde vom Kontrast und da auch ein ganz anderes Panel ist drin. Das werde ich dann in meiner Review dann beschreiben. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein kurzes, knappes Video, wo ich euch die technischen Daten ansagen werde. Vielleicht schreibe ich sie auch nur unten in die Videobeschreibung, weil ich weiß, dass die viele von euch nicht interessiert. Die wollen nur gucken, hat das Bild gut oder ist das Bild schlecht. Aber einige interessiert das halt doch. Wir haben das uns jetzt erstmal angeguckt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video. Ach so, nee, mein vorläufiges Fazit würde ich ja gerne mal nennen. Der Bildschirm ist geil. Der Bildschirm ist wirklich eine Granate. Alleine, wenn ich mir das Bild jetzt so, wie ihr es jetzt hier seht, seht. Ich muss mal kurz meinen Rückenkratzer holen, dass ich euch das hier vielleicht ein bisschen besser zeigen kann. So, nehme ich ein Gummiende, nehme ich zum Zeigen. Hier beim Drachen auf dem neuen Bildschirm. Hier ist alles schwarz. Ich habe hier leichte, ja, ich sehe hier leichte Kerben und Einschnitte hier oben auch. Noch ein bisschen Schatten und so. Das ist halt so eine Tiefe. Ne? Auf dem alten Monitor ist das gleiche, wie gesagt, es ist exakt das gleiche Bild. Hier ist es schwarz mit Schatten, mit so ein paar hellen Punkten und rot. Hier ist es grau mit ein wenig Schwarz hier und ein wenig Schwarz hier und ein wenig Schwarz hier. Hier sehen wir rot. Das Rote ist jetzt hier nicht so, kommt nicht so, kommt zwar auch zur Geltung, aber hier mit diesem Schwarzspiel sieht es halt wesentlich geiler aus. Dann machen wir das mal aus. Auch hier unten, hier kommt es silbrig rüber. Hier ist es grau. Der Drache, hier seht ihr einen feuerroten Drachen mit Gelb. Hier ist es auch ein feuerroter Drache, aber hier unten ist er feuerrot. Hier überwiegt eher der Gelbanteil. Wobei hier oben bei dem Drachen, bei dem Bild sehe ich jetzt hier praktisch ein bisschen Orange auch mit bei. Hier überwiegt das rote Licht. Ja. Und in der Mitte ist richtig gelb. Auch hier oben bei den Mustern, das Rot kommt richtig krass zur Geltung. Das strahlt richtig raus. Hier auch. Also da finde ich, hier sind die Schwarzwerte wesentlich besser als bei dem alten. Mein erster Eindruck, ohne irgendwelche Einstellungen gemacht zu haben. Wie gesagt, ich muss mir den selber erstmal anpassen, so wie den hier drüben. So, der hat jetzt auch die Standardwerte. Ich habe das Schwarz ein bisschen mehr hingekriegt gehabt. Aber so an sich sieht der sehr, sehr geil aus. Auch das Ganze drumherum mit dem, ja, rostfarben ist es nicht. Das ist halt schon ein bisschen anders, aber halt so goldrostfarben das Gestell, also der Standfuß und hier unten. Ja. Auch dass hier halt kaum Rand zu sehen ist. Also ein ganz dünner, schmaler Rand, den wir haben vom Plastik her. Und halt vom Monitor direkt halt auch nochmal. Wartet mal, ich zeige euch das nochmal, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. So. Ich zoome euch mal ran. So, dann könnt ihr das besser sehen, was ich meine. So, hier beim alten haben wir ja einen Plasterrand. Der ist ja hier.
Ja, beim neuen ist hier Bildschirm. Also das, wo ich jetzt hier drauf bin, wo Rand ist, ist Bildschirm. Ich werde die mal ein bisschen voneinander trennen, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So. Vielleicht könnt ihr das jetzt so besser sehen. Ach so, ich habe meine BenQ Vid aus. Scheiße. Ich habe aus Versehen einen Stecker vorhin gezogen. Aber ich denke mal, ihr könntet sehen, dass jetzt hier praktisch hier Lücke ist. Und der Rand hier ist halt bis hier, wo ihr meinen Finger seht. Ja, hier ist so ein dünner, schmaler Rand. Auf der Seite jetzt hier haben wir wirklich nur hier einen hauchdünnen Rand. Und das hier ist, wo mein Finger jetzt drauf ist. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, ist Bildschirm, der halt schwarz ist. So, für die Leute, die da ein bisschen mehr Ahnung haben, so ein bisschen wie beim BenQ Gehäuse, beim neuen 900er, wo sie halt das Glas oben einfach einen schwarzen Rand hier verpasst haben, damit man die Schraubenlöcher nicht so sieht. So müsst ihr euch das vorstellen. Ist halt Bildschirm, aber halt schwarz. Da verschwindet auch die Maus hinter. Also es ist halt nicht so, dass das jetzt vom Bild her so ist. Ihr seht ja auch, das Weiße verschwindet dann auf einmal. Das ist also eigentlich kein Rand, aber eigentlich ein Rand. Ich weiß nicht, für wen das jetzt vielleicht interessant oder für ob das jetzt für einige zu meckern ist oder so. Für mich ist das jetzt überhaupt nicht zu meckern. Zum Zocken ist das immer noch geil. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin gespannt, wie er sich heute Abend schlagen wird. Ich werde heute Abend das erste Mal mit ihm zocken. Ich werde den als Hauptbildschirm lassen und den als Nebenbildschirm machen und die PlayStation aber daran anschließen. Hat den Vorteil, wenn ich den als Hauptbildschirm habe, wenn ich Programme starte, starten die auf dem. Aber der bleibt jetzt hier stehen, der kommt hier in die Mitte, der wird hier so schräg hingestellt. Hat den Vorteil, dass alles, was ich öffne, halt auf dem ist und ich mir das rüberschieben kann. Das ist halt für Aufnahmen wesentlich besser. Wenn ich dann mal schnell irgendwas öffnen muss, muss ich hier nicht immer die Quelle wechseln. Obwohl, jetzt geht's ja ganz schnell, die Quelle wechselt und wieder zurück. Ohne dass ich halt unten immer und dann halt aus Versehen den falschen Knopf drücke. Weil da habe ich bei dem immer meine Probleme gehabt. Da habe ich immer aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Immer wieder. Ich wollte zum Sender umstellen und ich bin halt ins Menü gekommen oder so. Das passiert. So, das soll es jetzt für das erste Video gewesen sein. Ist, denke ich mal, lang genug. Ist mein erster Eindruck. Ich habe, wie gesagt, euch nur das Menü ein bisschen gezeigt. Ich habe mir den selber auch ein bisschen angeguckt. Ich bin jetzt gespannt, wie er sich jetzt im Test schlagen wird und vor allen Dingen heute Abend beim Zocken. Wir werden uns gleich auch wiedersehen mit einem neuen Video, wo ich dann, wie gesagt, die PS4 anschließen werde oder beziehungsweise ist ja an, aber wo wir uns ein paar PS4-Spiele angucken werden vom Monitor auf beiden Seiten. Ich werde mal hier ranzoomen, da ranzoomen und damit ihr auch seht, dass hier dann automatisch steht, das HDR an, HDR off und so, weil das Menü von der PlayStation hat ja kein HDR. Ja? So, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.